Fuhrwaren. Aha. Ja, da ist mein Gras drin. Moment, jetzt hab ich's gesagt. Scheiße. Scheiße. Ah, die Bullen! Ah! Mist. Krieg mich niemals leben! So, was denn umdekoriert? Ah! Sieht ja aus wie vorher die Tür. Ja, das schon. Aber mir geht's halt um den Aufgang, damit man nicht jedes Mal durch den Poolraum rennen muss, wenn man ins Schlafzimmer will. Achso. You know, man. Finde ich auf jeden Fall sehr viel besser. Okay, ja. Als das davor. Ja, schon mal weg. Das ist alles oder hast du noch was sonst? Na, ich habe den Berg ja noch abgetragen. Ja, den Berg abgetragen, aber das... Okay. Das muss ich mir von außen angucken. Das hilft mir von innen jetzt nicht viel. Nee. Und die Abschlüsse halt oben noch ein bisschen gemacht und Bäume gepflanzt draußen. Sowas eben. Ja! Es ist so dunkel. Ich stand gerade draußen in der Nähe von deinem Kamin und hörst eine Knister und denk mir so, scheiße, brennt da irgendwas. Das ist echt schockierend, ne? Ja. Hast du gerade ein Bett in der Nähe? Ja, ich habe hier zwei in meinem Haus, ja. Ich weiß schon, du bist in deinem Haus. Dann pflanz dich mal eben rein. Wo rennst du denn rum? Ich bin in meinem Haus. Achso. In meinem Bett. Hui. So. Einmal strecken und recken. Ah, guten Morgen. Knack, knack. So. Dann habe ich noch hier, weißt du, was Kaffee grün-weiß ist? Nein. Der Kaffee für die Polizisten? Ich habe das Gefühl, Polizisten müssen für den scheiß Kaffee nichts zahlen. Wieso? Die kriegen den Kaffee grün-weiß. Hä? Okay, es ist schon wieder eine Geschichte von meinem Papa. Der war mit einem Kumpel unterwegs, dann sind sie halt so irgendwo an der Tanke rangefahren, um Kaffee zu schlabbern. Haben halt nicht getankt, sondern sind direkt rangefahren zum Kaffeesaufen. Und dann hat die Verkäuferin da sie nur angeschaut und gefragt, Kaffee grün-weiß? Ja. Was? Keine Ahnung, worum es geht, ne? Ja, Kaffee grün-weiß. Also, hä? Die wussten nicht, was los ist. Dann so, ob die von der Polizei sind? Dann so, nö. Ja, irre. Fürs nächste Mal bestellen sie sich dann einen Kaffee grün-weiß. Ja, weißt du, ich finde das hart, ja? Dann kriegen die auch noch das Zeug gratis und so, ja? Also, das ist ja hier irgendwo Beamtenbestechung, ja? Also... Wer weiß, was die so schmuggeln. Ja, weil man weiß ja, Polizisten, ne? Ich bin bei der Drogenentsorgung. Entsorgen, ja, genau. Ja, Alpizin und so. Doping für die Haare. Diese Bilder nerven mich, ey. Alter. Ja, wenn die Polizisten da bei der Drogenfahndung für die Entsorgung zuständig sind, nerven die Bilder sie auch. Ja. Die kriegen sie dann meistens nicht mehr aus dem Kopf, weil die so viel haben zum Entsorgen. Nein, das ist natürlich Schwachsinn. Bisschen zumindest. Polizisten machen einen guten Job. Jubi, das Lachen war gemein. Nein. Ey, nein. Wieso kriege ich keine zwei hohen Bilder hier raus? Warum nicht? Das gibt es doch nicht. Ich bin so scheiße. Ich renne gerade durch die Gegend, springe über die Felder. Auf einmal lande ich auf einem Feld aus Versehen und puff, fliegen Kartoffeln raus. Das Feld ist kaputt und ich so, scheiße, habe ich eine Hake dabei? Ja, ey, diese Bilder. Ich kriege nur Rappel von der Scheiße hier. Ich kriege einfach keine zwei hohen Bilder. Das gibt's nicht. Du schaffst das schon, Yugi. Du schaffst das schon. Glaub an die Macht. Denn die Macht ist in dir. Und nicht in dem Ring aus dem Kaugummi-Automaten. Den muss ich mir auch mal wieder anschauen. Ja. Haben wir ja letztes Mal schon beschlossen, dass wir den mal zusammen gucken, wenn wir zum Beispiel. Ja, genau. Stimmt, das müssen wir zusammen gucken. Mel Brooks war das, oder? Ist, glaube ich, von Mel Brooks. Ja, ich glaube schon. Boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt bleibt es erstmal. Ihr wisst, um welchen Film es geht. dann seid ihr alt. Ja. Mindestens. Mindestens so alt wie wir wahrscheinlich. Mindestens alt. Ah!
Wasser. Ich hab Wasser in den Schuhen. Ah, und ich hab keine Gummistiefel an. Ich hab Wasser in den Schuhen und ich hab keine Gummistiefel an. Das ist eigentlich gut. Nein, ist gut, dann läuft das hier raus. Dann läuft's raus. Wenn ihr Gummistiefel anhabt und Wasser drin habt, dann läuft sich's ein bisschen schlecht. Das stimmt. Also, ne? Kann man annehmen zumindest. Würde ich jetzt mal so behaupten. So. Hiermit taufe ich diesen Weg auf den Namen Brücke. Wir müssen eigentlich noch die Brücken und Tunnel und sowas, was wir bauen, müssen wir benennen. Weil es ist immer benannt, musst du mal gucken, ne? Das stimmt, ja. Jeder scheiß Tunnel und jede scheiß Brücke hat einen Namen. Also brauchen wir auch Namen für unsere Tunnel und Brücken. Okay, ich würde sagen, okay, Leute, da habe ich eine gute Idee. Ihr dürft unsere Tunnel und Brücken dürft ihr benennen. Was? Heißen die ja nachher alle Spritzpups-Kacke? Oder so? Nein. Aber das sind die Leute selber schuld, wenn sie unsere Brücken so benennen. Und unsere. Also wie gesagt, ich würde sagen, wie sieht's aus? Was meinst du? Ja, bin ich durchaus mit einverstanden. Könnt ihr gerne machen. Okay, also ihr dürft euch Namen für unsere Brücken und Tunnel ausdenken. Dann kommt ein Schild hin, dann schreiben wir drauf, wie das Ding heißt und wer den Namen gesponsert hat. Genau, aber welcher Name ist, das entscheiden immer noch wir. Also wenn mehrere Vorschläge kommen. Wenn nur einer kommt, ja, die Vorschläge untersuchen wir uns den raus, der uns am besten gefällt. Und es sollte wirklich was Niveauvolles sein und jetzt nicht hier so ein Mist irgendwie. Ja, wie Spritzpups-Kacke. Genau. Schön, dass mir sowas als erstes einfällt. Naja, egal. Ja, Juvi, ich bin enttäuscht von dir. Aber normalerweise ist das ja mein Niveau, ja. Ja. Nee, aber genau sowas sollte es eben einmal bitte nicht sein. Sowas möchte ich nicht. Yay! So, das heißt, wir müssen mehr Brücken und mehr Tunnel bauen. Damit die Leute überfordert sind mit den Namen. Genau. Voll gemein. Verdammt! So, dann schauen wir mal. Dann tun wir wieder hier rein. Das ist gut. Toll, hätte ich den anderen Stack mitgenommen, hätte ich den Stack genau verbaut gehabt. ich war mir nicht sicher, wie viel ich noch brauche, deswegen habe ich sicherheitshalber mal mehr mitgenommen. Ja, manchmal ist das ja so. Ja. Ich hatte halt einfach ein bisschen Angst, ne? Ich probiere jetzt mal was aus, mal gucken, wie das aussieht. Die Richtung war doch auch nochmal ein NPC-Village, oder? Ich erforsche einfach mal nochmal die Gegend, die ich schon kenne. Angeblich. Was, die Gegend, weiß, die du angeblich schon kennst? Ja, da war ich schon mal zum Leben sammeln. Achso. War ich hier schon mal unterwegs. Im Flussland. Und jetzt suche ich. Ich bin der Meinung, ich hätte hier noch ein anderes Dorf gefunden gehabt. Also der Meinung bin ich zumindest. Und das ist ein Schwein. Okay, also wenn du nachher mal wieder da bist, dann bräuchte ich mal deine Meinung. Ich bin dagegen, es sieht scheiße aus, was? Ich bin mir unsicher, ehrlich gesagt, gerade. Ich guck mir das gleich mal im Gesamtwerk an, sonst ruppe ich das gleich wieder raus. Wofür brauchst du denn, dass ich mich schon mal Gedanken machen kann, wie ich es gerne hätte? Für meine Wanddeko. Die Wanddeko, die sieht scheiße aus. Okay, Wanddeko, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Also einfach mal gucken und mal gucken und dann mir mal sagen, was du davon hältst. Ich bin hier mitten im Wald irgendwo und krieg hier Setzlinge. What the fuck? Ja. Okay, ich hab das Gefühl, ich hab mich getäuscht. Das Gefühl hast du also? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Weil ich finde hier kein Dorf. Aber irgendwo hatten wir doch noch ein zweites Dorf, oder? Auch eigentlich finde ich das ganz gut hier. Wir hatten mal irgendwo ein zweites Dorf, ja. Aber ich weiß nicht mehr wo. Das weiß ich leider auch nicht. Ich habe leider nicht alle Folgen auswendig im Kopf. Weil das ist doch schon eine ganz schöne Laufzeit, die wir jetzt hier erreicht haben schon. Ja, ich hatte letztens nachgeguckt, habe es aber leider wieder vergessen. Na egal. So, ey, ich sehe das Rathaus von hier. Es schwebt noch in der Luft. Na. Nee, nee.
So. Spider-Man, Spider-Man, does whatever the spider can. Oh, stimmt, das ist auch. Ist der jetzt schon angelaufen eigentlich? Hier Iron Man 3? Keine Ahnung. Sowas weiß ich doch nicht. Hast du vor, dir den anzuschauen? Nö. Ich auch nicht. Ich habe auch Iron Man 1 und 2 nicht gesehen. Bin da nicht so der Iron Man Fan, der jetzt irgendwie sich da total freut. Obwohl, wenn man sich anschaut, Iron Man ist eigentlich schon ziemlich cool. Der Kerl, ne? Dieser Tony Stark, wie er heißt. Ja, mag ja alles sein, aber ich bin einfach also jetzt Fan. Vom Charakter her. Weil wenn du es dir anschaust, andere Helden, oh, ich darf meine Identität nicht preisgeben und er rennt durch die Gegend, yo, ich bin Iron Man, yeah. Ja, das ist schon richtig. Das ist schon ziemlich cool eigentlich. Bist du nicht der Standardheld, ne? Nee, aber trotzdem, ich kann mich mit dem irgendwie nicht anfreunden. Also ich bin aber auch nicht so der Superhelden-Fanatiker irgendwie. Wer ist in deiner Meinung nach der coolste Superheld, den es gibt? Ja, keine Ahnung. Beschäftige mich damit sowas nicht. Ja, und du hast doch bestimmt aus der Kindheit irgendwen, wo du sagst, der war cool. Als Kind fand ich Spider-Man immer ganz cool. Spider-Man, okay. Das ist doch schon mal was. Aber wie gesagt, das war eben als Kind und heutzutage sehe ich das alles ganz anders. Heutzutage findest du Hulk cooler, weil der hat Muskeln. Ja, weil der grün ist eher. So. Du stehst also auf grüne Menschen, alles klar. So. Okay. Also diese Pflanzen-Grünzeug-Deko an den Ecken finde ich ganz gut eigentlich. Die grüne Wolle finde ich im Augenblick ein wenig verwirrend. Ja, sie ist wirklich verwirrend. Ich weiß es auch noch nicht so ganz, ob ich das lasse, aber ich glaube, ich lasse es einfach erstmal eben so und lasse das ein bisschen auf mich wirken. Also ich bin mir auch noch unsicher, möchte ich dazu sagen. Also wie gesagt, das finde ich im Augenblick muss ich sagen, seltsam. Ja, vielleicht ist es auch was, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss, weißt du? Ist ja manchmal so und das will ich erstmal mal sehen, mal gucken. Vielleicht fällt mir heute Nacht noch was Besseres ein. Aber ich will einfach ein bisschen Farbe hier reinbekommen, weißt du? Ja, klar. So. Dann haben wir das. Der Weg ist soweit auch. Also, der Weg ist noch nicht beleuchtet, ne? Also, ich gucke ihn mir jetzt auf jeden Fall erstmal an. Yay! Ne, damit wir mal sehen, was der Ballaster so getrieben hat. Hallo, ich habe nichts gemacht. Sprinten wir da mal hin. Ich hab's gemacht. Bam, au. Ich hab's gemacht wie spanische Arbeiter. Ich lag rum und hab geschlafen. Den ganzen Tag. War voll gruselig. Also hier muss auch noch Beleuchtung hin, hier hinten. Ja, hier müssen wir sowieso noch ein bisschen am Bauernhof. Den müssen wir noch besser ausleuchten. Achso, warte mal, wenn wir über den Weg gehen wollen, dann müssen wir hier lang. Boing, boing. So. Bist du noch da? Okay, ab hier. Ab hier, dieses Stück. Das ist der erste Block des neuen Weges. Okay, dann schauen wir mal. Lalalala. Dödelö. Dann geht's hier lang, um die Ecke. Dödelödelö. Ja. Gut, hier sind zwei Hilfsfackeln, die ich einfach, weil ich Licht gebraucht hatte, weil mich das aufgeregt hat. Jetzt hier rum. So, von hier aus, wenn du da anschaust, warte. Da will ich nochmal was unten drunter bauen, also dass da von unten drunter nochmal ein Weg ist. Okay. Also von einer anderen Hütte eventuell. Also da muss ich noch schauen, wie ich das dann mache. Da habt ihr dann einen Tunnel zum Benennen. Ah ja, okay. Sieht gut aus, ja. Und hier ist die Brücke Richtung Dorf. Ja, toppi. Dann noch ein bisschen Beleuchtung dran. Ja, also die Beleuchtung müssen wir noch. Und dann willkommen in Entenhausen. Und dann haben wir hier das Dorf, das wir irgendwann vielleicht auch noch mal ein bisschen ummodeln können oder so. NPC Villages kann man schon ummodeln, oder? Ja, denke schon. Also ohne dass die dann sagen, voll scheiße hier, ich zieh hier weg. Ich will nach New York. Einfach ein bisschen verschönern irgendwie. Ups. Es müssen mindestens 15 Türen drin sein. Das ist ein großes Dorf. Ja. Dann spawnen da auch Golems drin. So Eisengolems. Ja. Ist das so? Ich glaube, 15 Türen müssen es sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ah ja. Und an Eisengolems kann man Eisen farmen. Logisch, ne? Klingt logisch, durchaus. Ja, cool. Ja, hier müssen wir auch nochmal ran. Noch einen Weg hin zum Feld bauen hier.
zu welchem Feld, was, wo, wie, wer, wo, was? Jo, so. Bist du? Ich komme gerade zum Bauernhof. Ja. Hier bei diesem Feldeingang. Und ich muss sagen, der Feldeingang hier gefällt mir irgendwie nicht mehr so richtig. Nee, da können wir nochmal was umbauen und ummodeln dann irgendwann. Hier muss auch noch irgendwie so eine Kleinigkeit drin. Ist nur im Augenblick gerade kein Plan. Hier könnte man das Melonenfeld beispielsweise noch mit hinsetzen. Hier so auf die Ecke. Da, wo du jetzt gerade gräbst. Ja, da soll jetzt der Weg hin für den. Ja, aber ich meine bloß, hier könnte man das auch ganz gut hinsetzen. Sind halt da nicht so viele. Ja, braucht man ja eigentlich auch nicht so viele. Ich meine, auch die anderen Felder, wenn ich es mir überlege, das ist eigentlich auch alles schon ziemlich übertrieben groß hier. Ja, man braucht es eben nicht. Ja, nicht in den Massen, wie wir es jetzt hier haben. Außer es wären wirklich ein Großserver, wo jetzt hier, was weiß ich, 20, 30 Leute drauf wären. Ja, richtig. Das wäre wieder eine andere Geschichte, dann wäre es wahrscheinlich zu wenig. Aber wir sind ja nur zu zweit hier. Genau. Jo, aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Pause, oder? Weil mir fehlt der Magen so langsam echt in die Kniekehle. Okay, ja, klar. Dann hauen wir uns was zum Phrasen rein. Jo. Dann machen wir nochmal vielleicht ein bisschen weiter, oder obwohl ich habe noch ein paar andere Sachen. Machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Machen erstmal Schluss und wenn wir nachher Bock haben, dann können wir auch dann sehen wir ja, dann sehen wir uns nochmal. Ansonsten, ihr seht uns ja eh gleich in der nächsten Anschlussfolge dann. Also, beziehungsweise, ihr seht uns morgen in der nächsten Anschlussfolge. Genau, richtig. Also, wir machen jetzt erstmal Feierabend und verabschieden uns dieses Mal dann. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Jo, genau. Bis dahin. Macht's gut, Leute.